Jetzt gerade noch ein paar Dinge von dem Gerät durch, aber das ist okay. Das ist dann eine leichte Verschmutzung im Förderband, das geht schon. Aber generell ist das schon mal okay, glaube ich, hoffe ich. Oh Gott, ist das ein Gewusel? Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Satisfactory. Und ich habe mal wieder in der Nacht ein klein wenig umgebaut, denn was ich vorher hatte, war scheiße. Das war einfach, war auch wieder nicht gut. Diese kleinen Versätze überall, das sah halt einfach nur kacke aus. Die Idee war zwar, dass es halt im möglichst nah am Boden ist, aber das sah halt scheiße aus. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, ich nutze jetzt die 4 Meter Fundamente, also neue Bauregeln. 4 Meter Fundamente überall. Rampen nur dort, wo man es halt eben wirklich zum Laufen braucht. Und der erste wird alles zu betoniert. Und wenn da ein bisschen Natur durchschimmert, wie hier zum Beispiel, dann gibt es nochmal ein komplettes Fundament drauf. Keine halben, keinen kleinen Versatz, sondern wirklich immer nur ein komplettes Fundament. Wenn mehr als 3 Fundamente quasi voll in der Luft schweben, dann gehen wir runter und gehen auf eine Ebene, nach, Ebene tiefer. Und genauso halt eben, wenn hier jetzt zum Beispiel die Erde durchschimmert und der Berg da kommt, dann wird halt eben nach und nach immer drauf geschaufelt, bis halt eben das alles verdeckt ist. Dass halt eben wirklich die komplette Natur verschwunden ist, aber es halt eben trotzdem noch genug gerade Flächen gibt. Das ist halt, ja, wie gesagt, das sah halt kacke aus. Man, die Dinger berühren alle den Boden. Aber sind halt eben von der Höhe sehr unterschiedlich. Ich könnte jetzt teilweise noch 3 von den kleinen dazwischen dem überall, aber wie gesagt, es sieht halt langfristig dann doch irgendwie scheiße aus. Deswegen machen wir das jetzt so. Und ich sehe schon hierbei, dass mir eine Ressource hier dabei ganz gewaltig auf den Sack gehen wird, nämlich die Eisenplatten. Was ich hier jetzt schon an Eisenplatten verballert habe, das geht gar nicht. Da bin ich so froh, dass ich bereits oben die Fabrik habe, die mir entsprechend die Eisenplatten macht. Und dass ich die dann entsprechend nutzen kann. Nachteil bei der Bauweise ist natürlich, dass entsprechend die Beeren eventuell nicht mehr verfügbar werden. Da muss ich mal schauen, wie wir das dann regeln mit den Beeren. Ob es noch eine Möglichkeit gibt, die da irgendwie einzublenden oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aber das ist jetzt so der neue Plan. Das ist so die neue Idee. Ich werde in der nächsten Nacht noch ein bisschen rumtüdeln, noch ein bisschen rumbasteln und dann schauen wir mal, wie das läuft. Ich habe, wie versprochen, ebenfalls die andere Seite mit den Zerknusperern habe ich ebenfalls schon kaputt, schon aufgestellt. Das heißt also, mit den Sortierern. Das heißt, ich habe jetzt hier die komplette Sortierfabrik ebenfalls bereits fertig. Ich bin von draußen raus, weil hier drin ist gerade noch zu wegen besser bauen und so. Und jetzt kommen wir zur letzten Ebene, und zwar der Schmelzebene, die dann ja aus dem sortierten Material die Ingots herstellen soll. Und die dann rausgibt. Da sind wir jetzt. Also, das so, da war zu. Das ist hier inzwischen. Nee, hier müssen wir noch bauen. Ja, also wie gesagt, zweite Seite ebenfalls fertig angeklemmt. In- und Output soweit klar, zumindest was die Steine angeht. Jetzt fehlt logischerweise noch überall der Output für die Erze, die dann ja entsprechend mittig nach oben sollen. Dazu machen wir ganz kurz mal. Also die Förderbänder sollen ja mittig nach oben. Das war der Plan, ne? Da wollen wir hin. Die Frage ist, wie kriegen wir es am besten hingestellt, dass das klappt. Wenn ich den da hinpacke, müsste das eigentlich passen von der Anschluss. Also wenn ich da jetzt den hinpacke und dann da einen Förderbandlift dran mache. Genau. Den dann nach oben ziehe. Nee, warte, noch ein Stück. Und jetzt, hopp. So. Den jetzt hier hochziehe, in die Richtung drehe. So würde das passen. Dann könnte ich hier jetzt einen Splitter hinpacken. Drauf. Nicht den Fusion, sondern den Splitter. Der kommt dann da drauf, da rein und dann in die drei Richtungen raus. Genau. Das ist soweit erstmal der Plan. Wir könnten es vielleicht noch ein Stück weiter reinschieben, vielleicht. Ist nur die Frage, wie das hier unten mit dem Anschluss dann aussieht. Wenn ich da jetzt nämlich dann den Fusionator hinbacke. So. Dann hat er da 2 Inputs und dann den 1 Output.
So, ist das von der Hörband her? Das ist. Nee, das ist sogar auch einversetzt, oder? Selbe Förderbanddichte, warte mal. Mal vergleichen. Komm ich gerade nicht ran da. Das wäre hier mittig. Nee. Oder? Bin gerade nicht ganz sicher. Ja, doch, sieht. Sieht mittig aus, glaube ich. Warte mal, ich könnte mal. Hier hinpacke. Und nach oben packe. Das ist gerade. Das passt. Okay, also das ist dann wirklich dann auch parallel. Hoppala. Das ist also schon mal in Ordnung. Das passt also. Und da müssen jetzt die Inputs rein. Was kam jetzt wieder wo raus? Also die brisante Frage. Lass uns mal ganz kurz in unseren Testaufbau schauen. Das habe ich nämlich wieder vergessen. Ist ja wieder ein paar Stündchen her, nicht? So, an der Seite, wo die Lampe ist, kommt raus das Zinn. Und Zinn war das, was... Genau. Bei Zinn brauchten wir 12 Maschinchen. 12 Schmelzen, okay. Dann machen wir diese dann mal zuerst. Das da, wo Lampe ist, Zinn. Okay. Von außen hoch, weil oben ist jetzt zu. Wegen Bauen halt noch. So, das heißt, hier ist die Lampe. Dementsprechend, wo ist der Strom hin? Hat hier nicht den Strom schon angeklemmt? Dachte ich hätte, aber offenbar habe ich das nicht. Offenbar nicht. Okay, gut. Weird. Dann los. Dann den Strom kurz anklemmen. Und dort. Nach hier oben hoch. So. Da in die Ecke rein. Und dann von da einmal nach dort. Eventuell versehentlich abgerissen oder so. Und nach dort. Hier kommt jetzt der Zinn raus. Das heißt, gehen da ran. Das hängt ja dann ein bisschen im Dings drin, ne? Ein bisschen im... Hängt da jetzt ein bisschen im... Hört aber unten drin, ne? Aber das lässt sich leider nicht vermeiden. Das ist jetzt wirklich... Ja. Schwund. So, hier bräuchte man auch dann die Tier 2 Förderbänder, aber da kommen ja 90 raus. Und indem ich die so hinpacke, sieht das natürlich total kacke aus. Also ich muss die auf jeden Fall erstmal gerade ziehen. Da wäre Mitte, weit zurück. Warte, das geht so nicht. Da wäre Mitte, ne? Ne, da wäre der... Doch. Nee, hier wäre das. Auf der Kante ist Mitte. Zwei zurück. Oben. Zack. Und jetzt, Förderband. So. Okay. Das sieht gut aus. Und der wieder weg.
Und dann kommt da jetzt der Zinn rein aus der Maschine. Problem ist es allerdings, dass wir jetzt hier drüben den Zinn auf der anderen Seite haben. Denn jetzt ist die Lampe ja hier. Die sind ja umgedreht. Also. Machen wir doch mal hier den Fußboden weg gerade, dass der Hund noch hoch kann vernünftig. Ah, wow, wow. Super. Das hat ja wunderbar funktioniert. So. Also. Das ist ja soweit in Ordnung hier. Aber jetzt müssen wir hier drüber. Den müssen wir übrigens nochmal umsetzen, den hier. Der würde dann natürlich dummerweise unten stehen. Das heißt, der muss in der Luft stehen bleiben. Das geht leider nicht anders. Aber da zählt in die Klammer. Ja, es ist ein bisschen blöd, aber gut. Ja, wenn ich jetzt hier versuche, einen Fußboden rein, links reinzupacken, so einen Fördermasten, der halt genau mittig drunter passt. Ja, der müsste halt hier drüben stehen irgendwo. Ah doch, geht noch, das geht noch. Oh ne, der Fußboden kommt ja weg, der Fußboden. Da müssen wir den komplett runterziehen, das ist halt auch kacke. Nee, passt schon. Den daran. Und jetzt haben wir den Zinn aber hier drüben. Jetzt könnte ich könnte jetzt rein theoretisch den jetzt auch bis nach oben ziehen und dann wieder oben anklemmen und drehen. Das Problem ist dann, dass das Blei, was dahinter ist, dann nicht mehr vorbeikommt. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein klein wenig tricksen. So. Machen hier jetzt nur den halbhohen. Zack. Damit das Blei von dahinter noch drüber gehen kann. Drehen den jetzt hier im 90-Grad-Winkel runter. Und sorgen dafür, dass der dann hier quasi gehalten werden kann. So. Ich frage jetzt, wo stellen wir den jetzt am besten hin? So. Den hier hinpacke. So. Und jetzt packe ich den Lift dagegen. So. Passt das dann vom Förderband? Nee. Wir müssen nur einmal wieder zurück, ne? Ja, nee, das geht nicht. Okay. Dann den Fördermast ein wieder zurück. Dorthin. Den wieder. Ja, ich upgrade gleich dann auf dir 2. Oh shit. Oh shit. Kann den nicht. Ah. Der geht nicht kleiner. Und ist damit dann wieder zu hoch. Okay, hier müssen wir jetzt mit einem gebogenen Förderband arbeiten, dummerweise. Das geht in dem Fall nicht anders. Mag ich eigentlich nicht, weil es sieht immer ein bisschen kacke aus. So, jetzt den jetzt hier hinpacken. Das wäre die normale Höhe. Hier müssen wir hin. Das ist noch zu steil, oder? Ja. Auch immer zu steil. Was macht der denn da jetzt für einen Blödsinn? Hallo? Jesus. Fudge. Ich würde gern da oben drauf springen, wenn das recht ist. So. Okay. Immer noch so doof. So. Was macht denn der da? Der war richtig, oder? Ja. Das wäre auf jeden Fall richtig. Das
kriegt er aber nicht gebacken hier. Okay. Dann los. Ups. Ja, geht in dem Fall leider nicht anders. Ich bin jetzt kein Freund von so 12 Milliarden mal gebogenen Förderbändern. Einfach von der Deko her. Aber in dem Fall haben wir keine andere Wahl. Alternative wäre halt eben, dass wir den wieder auf dieselbe Höhe packen. Rechter Winkel. Und dann, kreuzen sich die Bänder halt. Das ist halt auch kacke. Nicht die schönste Option, die wir... Warte mal. Warte mal. Ist doch schief. Das ist doch schief, ist das. Kein Wunder, dass das nicht ging. Dass es so scheiße aussieht. Das ist doch schief. Der muss doch hier mittig drunter, muss der doch. So. Na, das ist schon mal deutlich besser, oder? Können wir den noch weiter zurück? Ich glaube nicht, ne? Noch weiter zurück durfte nicht gehen. Zack. Ja, das ist noch zu steil. Das geht aber, okay. Jetzt gehören von da aus dann... Ach, da rein. Jetzt logisch was upgraden auf die Tier 2 Förderlifte. Sonst bringt er dem hier nichts. Und aufwerten auf die Tier 2 Förderbänder bereits. Das muss noch. Und das muss noch. So. Und den Pfosten nehmen wir jetzt wieder weg. Und dann sieht es gar nicht so kacke aus. Nicht besonders super schön, aber wenigstens nicht so kacke. Und jetzt kommt das Zinn aus den beiden Maschinen schon mal an. Geht nach oben. Jetzt muss aber noch... Aha, Moment. Jetzt muss man noch das Zinn von drüben kommen. Das heißt... Fuck. Okay, denn wir müssen den umdrehen. Der ist verkehrt rum. Okay. Fuck. Fuck. Okay, wir müssen also den nochmal hindrehen. Aber dann zoomen, dass er von der anderen Seite aus dran guckt, quasi. Okay, wir müssen vermutlich noch ein Stück weiter zurücksetzen, dass es passt. So, jetzt sind das Ding wieder. Und den jetzt so dran. Und... Ein nach oben noch. Genau. Und jetzt kommt der Fusionator dorthin. Mit dem Output nach dort. Genau. Und dann sollte das... Das ist nicht original. Das ist nicht original. Moment. Förderbänder verwirren das vermutlich gerade ein bisschen. Also, Förderbandfusionator. Jetzt. Okay, der ist jetzt falsch. Okay, wieso ist denn der jetzt falsch? Wir müssen doch noch einen zurück, wie es aussieht. Oh, okay, also einfach zurück. Okay. Das ist aber ein Fummelkram hier gerade, ha? Und das nur, weil ich schön bauen möchte. Den hätten wir jetzt gerade gehabt, glaube ich, ne? Nee. Warte, wir gucken nochmal. Den dorthin. Nee, der ist jetzt wieder andersrum, genau. Und dann geht es in die Richtung dann raus. Kurz nochmal sicherstellen, dass doch die Richtung stimmt.
So, also. 7. Den dann dort ran. Hier raus. Genau. Okay, das jetzt passt es wieder. Hier oben den Fusionator dran packen. Den Splitter. So. Und da unten den Fusionator. Genau. Die sind echt ein bisschen versetzt, ne? Okay. Das ist wohl dann so. Okay. Aber jetzt ist der zumindest unten, passt der jetzt wieder. Von der Geschichte. Das heißt, Verband am Kabel von dort nach dort rein. Und von dort ebenfalls dort rein. Ist wieder gerade. Okay. Und jetzt kann nämlich das Verband von hier nach darüber kommen. Tada. Und das Verband von hier drüben lassen wir dann wahrscheinlich unten längs laufen. Das ist dann einfacher, denke ich mal. Oder auch nicht. So. Jetzt haben wir das Zinn von hier. Hier ist die Lampe. Das heißt, das Zinn kommt hier an. Wenn wir könnten... Nee, warte mal. Oben links kommt ja gleich das Blei. Okay. Ich wünschte, man könnte den In- und Output konfigurieren. Ich wünschte, das könnte man irgendwie einstellen, was wo ausgeputtet wird, aber das würde mir jetzt gerade viel, viel Ärger ersparen. Aber dem ist leider nicht so. Zumindest sehe ich keine Option dazu. Okay. Und wir könnten... Könnten hier nochmal einen Fördelift dran packen, den runterziehen. Und hier einen Fusionator anpacken. So. Und da sammeln wir jetzt das Zinn aus den anderen Maschinen. So, hier ist die Lampe, hier ist das Zinn. Ich wollte dich heute die Schmelzen machen, hatte ich gesagt, ne? So, wir bleiben bewusst unten. Sogar noch zu hoch, ne? Das ist sogar noch zu hoch. An der Stelle. Wir müssen jetzt hier sogar noch ein bisschen runtergehen. Okay, das kriegen wir hin, Also. Fördermast mittig vom Förderband. Das wäre hier. Und auf diese Höhe wollen wir runter. Passt. Jetzt wollen wir das hier längs legen und soll dann darüber rein. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal einen Fördermast hinstellen. So, der wäre hier mittig, ne? Ne, hier wäre mittig. Und dann zwei zurück. Zwei. Und noch einer eingerückt, oder? Ne, oder? Ne, nicht ab eingerückt. Also hier hin. Aber nicht eingerückt, sondern so.
Gehen dorthin. Würde aber an K2. Von da nach darüber. Gerade. Ja, und dann müsste es im rechten Winkel nach darüber gehen. Okay. Okay, das haben wir fertig. Das ist Zinn. Jetzt können die Füße wieder weg hier. Die brauchen wir jetzt an der Stelle nicht mehr, die Krücken. So. Und da kann nämlich das Blei kann dann oben drüber gehen und dann, wie ich hier drüben an die Maschine. So, jetzt haben wir hier drüben aber das gleiche Problem wie auf der anderen Seite, nämlich dass jetzt das hier auf der anderen Seite ist. Jetzt ist das Zinn natürlich hinten. Wir müssen jetzt irgendwie das Zinn nach vorne, den Zinn nach vorne ziehen. Am besten hierher, ne? Okay. Also wir packen den Zinn nach ganz oben erstmal, damit er sich nicht mit dem Blei kreuzt. So. In diese Richtung. Jetzt muss der Zinn aber runter wieder. Und zwar möglichst nachdem das Blei hier weg ist. So, das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall nochmal den Fördermast mittig hin und da drauf. So, dann das Förderband von dort bis zum Mast. Jetzt muss es runter. Auf diese Höhe. Reicht das? Das ist noch zu steil. Okay. Das geht. Okay. Und das wird ja, wie hier drüben, zur Seite gleiten, dann hoch. Das ist, sollte sich dann jetzt nicht mehr wirklich behaken. Sollte. An den Fuß da gerade nicht ran. Er hat ihn schon weggemacht. Okay, na gut, egal. Dann ist das jetzt weg. Das passt. Logisch, also brauchen wir auch die Tier 2 Förderbänder, ganz klar. So, und auch den Tier 2 Lift. Auch den brauchen wir hier an der Stelle. Jetzt nochmal hier drüben den kleinen Pfosten hinstellen, der Fördermast. So, das wäre... Hier wäre mittig. Hier wäre mittig. Also hier wäre mittig und dann zwei zurück. So. Und okay. Zinn ab nach oben ist drin. Wir haben uns gerade noch ein paar Dinge von dem Gerät durch, aber das ist okay. Das ist dann eine leichte Verschmutzung im Förderband, das geht schon. Aber generell ist das schon mal okay, glaube ich, hoffe ich. Oh Gott. Ist das ein Gewusel? Ist das ein Gewusel? Und jetzt, wie gesagt, das Blei. Wir gucken uns kurz mal. Also das Blei müsste jetzt hier. Da reichen die Kleinen aus, ne? Ja, Blei für den Anfang, da reichen die 60er aus. So, der geht dann dahin und dann in die Richtung. Dann hoch wird dann hier gesammelt. Und hier drüben geht das Blei nach oben und dann oben über dem Dings längs. Wieder hier in die Mitte, nach oben und fertig. Das Blei von hier geht dann unten längs. Oh, Kacke. Jetzt kreuzen sich die wieder. Oh. Gott, ist das ein fucking Wusel. Wenn das Blei jetzt hier rüber muss,
dann kreuzt sich das ja zwangsläufig. Hier genau das gleiche. Aua, 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 fuck. Also ich bin fast im Überlegen, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, die Maschinen gleich in die gleiche Richtung zu drehen. Das ist gerade ganz schön schwierig hier. Das vernünftig hinzukriegen, dass es halt auch nicht kacke aussieht, weißt du? So. Und wenn ich jetzt beide in dieselbe Richtung drehe, habe ich halt wieder die Verteilung des Erzes dann wieder, was dann wieder in alle Richtungen gehen muss. So habe ich das alles wunderschön hier in der Mitte. Da geht dann alles in eins und fertig. Da der Input aber weniger ist als der Output, wäre es andersrum vielleicht sinnvoller. Nee, wir bräuchten trotzdem in beiden Richtungen die Dinger. Wir könnten natürlich versuchen, das jetzt so rumzudrehen, die auf die Mitte zu zeigen. Das wäre eine Option. Aber dann hast du trotzdem wieder die Inputs und Outputs auf der anderen Seite jeweils. Auch wieder doof. Wäre am sinnvollsten, wenn alle Outputs auf dieselbe Seite zeigen. Identisch sind. In Reihe geschaltet. Aber selbst dann passt es wenig, weil dann haben wir nämlich hier den Zinn da hinten auf der Außenseite. Und hier drüben hätten wir dann den Zinn auf der Innenseite. Wir könnten hier nochmals mit dem Dings arbeiten. Aber dann hast du halt wirklich so eine komplette Achterbahn, ne? Komplette Schlangenlinie hast du denn jetzt. Fuck. Warte mal, es würde sogar noch. Ist nicht sogar dieselbe Höhe? Das ist sogar dieselbe Höhe, ne? Dann wäre das jetzt bis hierhin gerade. Ja, dann bleibt das bis hierhin gerade und geht dann erst dann hier runter. Das wäre natürlich eine Option. Geht dann hier, ne, glaube ich, irgendwie so. Hier runter. Halt noch ein Stück weiter vorziehen, den Spaß. So. Die Form ist noch zu steil.
Ist immer noch zu, okay, immer noch zu steil. Dann müssen wir es eventuell dann so machen, dass der noch schon weiter vorgeht. Und dann kommt der bis da vorne hin, derselben Höhe, und geht dann erst runter. Das wäre auch eine Option, warte mal. Mal zurück. Hoch. Reicht, glaube ich, noch nicht, oder? Würde gehen. Wurde sogar noch eins zurück. Das geht nicht. Das geht nicht. Das würde gehen. Und das sieht dann wieder nicht so scheiße aus, tatsächlich. Nicht besonders super hübsch. Upsala, scheiße, scheiße, aua, aua. Aber dann auch wieder nicht so scheiße. Vielleicht ein Problem wäre. Dann brauche ich die Maschinen doch nicht umbauen. Aua, Mano. Ich habe übrigens jetzt 36 Minuten aufgenommen. Ich habe nicht eine Schmelze gebaut. Das ist schon mal gut. Weil diese Vergabelung der Förderbänder doch schon schwierig ist. Und ja, ich weiß, ich könnte die einfach so vergabeln und fertig. Wir könnten einfach auf Funktionen. Aber ich möchte halt schon, dass die Fabrik halt auch noch ein bisschen nach was aussieht, oder? Ist das falsch? Ist das ein Problem? Ich glaube nicht, oder? So. Dann haben wir jetzt den Spaß hier. Hier haben wir quasi dasselbe, nur nochmal andersrum. Dann müssten wir jetzt das Blei kommt von hinten längs und soll dann darüber. Das geht sogar, ja. Das geht ja direkt hier oben längs. Genau. Also das Blei ist kein Problem. Oben längs, hier rüber, mittig rein. Beziehungsweise, nee, das muss ja auch wieder runter, weil das ja unten anklemmen werden muss. Also wir müssten dann auch hier wieder oben längs und dann hier runter. Bevor aber das live von hier hoch geht. Ja. Blei da drüben ist kein Problem. Das Blei da drüben geht direkt dann hier hoch, mittig hin. Blei von hier drüben kommt darüber, kommt unten an. Das Blei von hier muss da hoch. Beziehungsweise. Was ist, wenn wir das Blei nach unten ziehen? Und das Blei oben lassen? Das wäre doch eine Option, oder? Wie bauen wir? Heute, warte, nicht mehr. Voll wird zu lang, voll wird zu lang. Ich tüdel noch ein bisschen rum, mach das jetzt noch fertig hier. Und in der nächsten Folge zeige ich dann, was ich gemacht habe, wie es dann fertig aussieht. Und dann machen wir die Schmiede. Wie üblich, wenn das Video gefallen hat, gerne mit subscriben. Oder links rechts zu wie es klingt, da gibt es ein bisschen mehr von mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.